Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten freuen sich schon seit Wochen auf die Traumhochzeit von Nazan und Felix. Doch einiges deutet nun darauf hin, dass alles ganz anders kommen könnte. Achtung, es folgen Spoiler. Nachdem Felix und Nazan alle Intrigen und Schwierigkeiten überwunden haben, können sie endlich ihre Hochzeit planen. Doch schon steht der nächste Streit an. Lilly wurde im Krankenhaus gefeuert. Nazan ist sichtlich enttäuscht, dass sich Felix nicht für sie eingesetzt hat. Es kommt zum Streitgespräch und Felix wirft Nazan vor, dass er ihren Wunsch von einer Hochzeit nur aus Liebe zu ihr erfüllt hat. Nazan hingegen hat nach der Intrige um Laura und das Baby weiterhin das Gefühl, dass Felix gar nicht hinter ihr stehe und sie unterstütze. Die Ärztin stellt die Hochzeit mit dem Geschäftsmann in Frage. Sind die beiden doch zu verschieden und haben sich etwas vorgemacht? Wird die Traumhochzeit am Ende platzen und das Paar sich trennen? Aufmerksamen GZSZ-Fans ist natürlich nicht entgangen, dass Felix-Darsteller Thaddäus Meilinger die Soap im Spätsommer für längere Zeit verlassen wird. Wie die große Liebesgeschichte rund um Nazan und Felix ausgehen wird, werden wir in den nächsten Tagen erfahren.